Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines mit mir, El Nevis LP, hier auf meinem Kanal. Beim letzten Part haben wir diesen Part hier angeschlossen und eine Buslinie gemacht, die nach hier hinten fährt und auch Leute hier hinbringt und ja, wir haben das hier, glaube ich, in Öl umgewandelt. Kann auch schon das vorletzte Mal gewesen sein, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Aber wir haben festgestellt, dass wir hier halt Arbeitermangel haben. Und das kann unter Umständen auch daran liegen, dass wir ja, die Leute da nicht richtig hingekarrt haben. Das habe ich jetzt behoben, indem ich hier eine Buslinie gebaut habe. Ich werde jetzt noch einen Überweg übrigens bauen, von hier nach hier, auch wenn mir das ein Haus kostet. Ja, eine Feuerwehr wäre vielleicht auch nicht so schlecht mal wieder. Achso, er will, dass ich das Große gleich baue. Ach so, ein Arsch offen. Warte mal, haben wir irgendwo eine Autobahnauffahrt, an der wir das platzieren können? Das wäre natürlich gar nicht so verkehrt. 60.000 kostet der Spaß. Aber dadurch hätte ich gleich die gesamte Autobahn, den größten Teil der Autobahn abgedeckt. Machen wir das einfach mal. Was kostet mich denn das pro Woche? 1.400. Wir machen es einfach mal. Ach, so rum ist das. Ich habe mich gerade gefragt, wie das hier geht mit dem hier. Aber ich glaube, die Frage ist dahingehend jetzt beantwortet. Und was macht hier ein komisches Geräusch gerade? Okay, mit Fußwegen kann man nicht die Bahn kreuzen. So, das hier muss mal weg, das nervt mich schon wieder. Irgendwas macht hier ein echt merkwürdiges Geräusch. So. Sieht komisch aus. Ist aber so. Jetzt, wo ich wieder weiter weg bin, ist dieses Geräusch weg. Also das, ja, weiß ich noch nicht so genau, wie das entstanden ist. So. Wir haben hier ein Feuer. Jetzt will ich die Feuerwehr ausrücken sehen. Hier haben wir einen Denise Fire Truck. Ich glaube, der will woanders hin. Wir scheinen noch ein Feuer zu haben. Cool sieht es einfach aus, das muss man schon sagen. Und das werde ich nie begreifen, wie es sein kann, dass die Feuerwehr, übrigens hier ist ein anderes Fahrzeug, an Ampeln warten muss. Das macht für mich keinen Sinn. Hoppala, was ist denn da los? Das war ein Park. Na gut, ihr fahrt mal, mich interessiert gerade dieser Park. Guckt euch das an. Da gibt es Platz für vier Leute. Vielleicht. Das sind zwei Palmen. Und darunter gibt es ungefähr 5 Milliarden Menschen, die da warten. Finde ich sehr geil gemacht. So. Ich habe mal kurz einen Screenshot gemacht, deswegen müsstet ihr das jetzt hier durchhalten. Und der Firetruck, ist der wirklich hier hingefahren? Ja, der ist wirklich hier hingefahren. Na, seht ihr wieder die Tücken? Die so eine Architektur, wie ich sie hier habe, mitbringt. Da war jetzt gerade die Konzentration kurz weg. Naja, die Haupttücke ist natürlich durchaus,
dass man einen riesen Weg fahren muss. Von hier so zu fahren, um da hinzukommen. Schnell zurück ging es ja wiederum. Man müsste eigentlich irgendwie einen Rückweg auf diese Weise bauen. Bin auch gerade am Überlegen, ob ich dieses Land noch kaufe. Oder dieses erstmal bebaue. Ich glaube, ich entscheide mich dafür, dass ich hier erstmal weiterbaue. Gut. Knut. Wir nehmen dieses Tool dafür. Ja, ich bin hier, glaube ich, irgendwo abgedriftet, was das Baumuster anging. Deswegen sieht das jetzt so aus, wie es jetzt aussieht. Aber ich glaube, das kann ich verkraften. Nicht verkraften kann ich die Unterbrechung der Stromzufuhr. Genau, das sehen meine Mieter auch so. Irgendwas ist da gerade schief gegangen. Eigentlich würde ich das hier machen. So, und dann gab es ja irgend so eine große Schule, die ich schon die ganze Zeit bauen wollte. Hem High School. 24.000 kostet die. Was war hier das Problem? Gefälle zu stellen. Ah ja, okay. Dann hatten wir für die Hem High School, glaube ich, auch noch sogar einen dazu passenden Park. Hem Backyard, okay, den habe ich gerade gebaut. Außerdem fehlt uns jetzt so ein bisschen das Geld gerade. Small Roundabout mit Dingern da drinnen, hier. Diese komischen Grünen, wie heißen sie doch gleich? Gebüschen und Bäumen. Innenhofpark. Nein. Ich hätte ihn gerne hier mit hingepackt, tatsächlich. So, mal kurz gucken, ob wir das irgendwie verbinden können, sinnvoll. Können wir. Sehr schön. Sehr idyllisch. So. Dann haben wir hier auch nochmal einen Weg, sehe ich gerade. Dann führen wir natürlich hier draußen weiter. Ist natürlich eine krasse Steigerung, die da überwinden müssen. Aber wer lernen will, muss durch sowas, wa? So, Wasser fehlt. Und zwar ganz grundlegend. So.
Ja, mal diese Highschool. Da müssen wir natürlich nachher auch eine Buslinie hin einrichten. Das sage ich jetzt schon mal ganz klipp und klar. Ich möchte aber, glaube ich, hier noch was machen an der Infrastruktur. So, genau, damit wir da auch ordentlich wohnen können. Denn ich bin mir sicher, dass das hier relativ gefragt wird. Wollen wir mal kurz nach den Bezirken gucken. Ich möchte gerne zum Test nochmal einen rein europäischen Bezirk einrichten. Und das werde ich dann mal hier machen. So. Maulbeerviertel. Und auch echt schönere Namen, glaube ich. Hey, wo wohnst du? Na, ich wohne im Maulbeerviertel. Naja, gut. Dann machen wir mal hier den rein europäischen Baustil. Zack, das weg, das hin. Und los geht's. Sind sowieso gerade Wohngebiete gefragt ohne Ende. Finde ich auch ganz gut. So. Wir machen mal hier ein blaues hin. Also wie wir das hier komplett blau machen. Und hier brauchen wir noch eine Infrastruktur innerhalb des Rondells. Die lässt sich aber hier, glaube ich, relativ leicht planen, beziehungsweise es ist auch relativ nachvollziehbar, dass ich das, glaube ich, so mache. Zumindest. So, gut. Ich habe keine direkte Shortcut gemacht, also ich hatte jetzt halt die Sorge, dass eventuell alle, die nach da wollen, über die kleine Straße fahren. Ich glaube, ich mache hier die Einbahnstraße weg. Ausnahmsweise mal. Lass uns das probieren. Wie war denn das? Da musste man diese Straße nehmen, auf Verbessern gehen und schon war es eine doppelte Richtungsstraße. Gleichzeitig möchte ich aber hier die Ampeln weg haben. Aber dieses System funktioniert am besten ohne Ampeln. Gut, dann können wir ja daran gehen, hier die neuen Wohngebiete reinzumachen. So, damit haben wir hier so eine Art Unikomplex. Ich glaube, das war die erste tatsächliche Hochschule, die ich gebaut habe. Gut. Oh, hier ist ja ein Krach vor dem Herrn. Wie
gar nicht so richtig schön aus, diese Hochschule. Pinkman High School. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, die sieht schöner aus, aber irgendwie sieht die ja ganz schön eklig aus. Egal, ich glaube, es geht so ein bisschen um die Ein- oder das Einzugsgebiet. Und jetzt legen wir noch die neue Buslinie, von der ich gesprochen hatte. Ich muss gerade mal kurz überlegen, wie das am sinnvollsten ist. Denn viel Sinnvolles geht ja leider nicht in der Stadt. Ich muss gestehen, das ist ein echter Nachteil. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das so auswirkt. Hier komme ich auch nicht hoch, genau. Ich komme hier überhaupt nicht raus, warte mal. So, warte mal, so. Da. Gut, das geht. Die Straße hier ist doppelspurig. Gut. Dann nehmen wir das mal als aktuellen Rundkurs. Und hier kommen die Busse. Busse in Verwendung. 34 erst. Okay. Mal kurz auswerten, wie die Busse sowieso laufen. Okay, ich hätte mir gehofft, dass ich das anders sehe. Warte mal. Ich glaube, ich muss auf die Linien klicken. So, mal kurz gucken. Wöchentliche Passagiere, 150 Einwohner. Ersparte Autofahrten 22%. 28%, okay. Haben wir noch irgendwo eine Linie? Die sehen alle so gleich aus. 22%. 22%. 25% ist ja nicht schlecht vom Durchschnitt her, muss man ja auch mal so sehen. Ich will kein neues Land kaufen. Vertrau mir, ich mache das dann schon, wenn ich es möchte. So, jetzt gehe ich nochmal kurz daran, so ein paar Bushaltestellen hinzuzufügen. Hier zum Beispiel kann er auch halten. Genauso wie die hier alle hier halten können. Gut, das sind gegenläufige Linien. Es gibt halt so ein paar Punkte, wo irgendwie welche Linien durchfahren und die anderen halten da und das macht wenig Sinn. Deswegen ziehe ich die jetzt alle so zusammen. Gut, 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 gut. Ich denke, das war's erstmal. City Hospital. Wir haben noch keinen weiteren Arzt, fällt mir dabei auf. Und ich bin echt erstaunt, dass das niemanden stört. Wir bauen mal das Small Hospital.
und zwar hier hin. Weil ich von hier aus, glaube ich, relativ gut wegkomme. Außerdem gibt es hier eine Bushaltestelle. Prozent ersparte Autofahrten bei nur 5 Fahrer, na gut, Fahrgästen. Ich glaube, die Position ist deswegen ganz gut, weil man sowohl von hier hinkommt als auch von hier, was sonst nicht überall so ist. Und hier haben wir doch tatsächlich einen Verkehrsstau. Liegt an den Ampeln. Ich mach die mal weg. Und an den Bussen. Und daran, dass jeder an der äußersten Spur fahren möchte. Okay. Hier haben wir wieder eine Ampel. Ampeln machen halt so gar keinen Sinn an diesen, in dieser Konstruktionsart hier. Ich dachte, ich hätte die auch alle schon entfernt. Vielleicht speichert er das nicht richtig. Meine Busse hängen natürlich jetzt alle hier fest. Das ist schon blöd. Vielleicht sollte ich doch die eine oder andere Linie anders fahren lassen. Gehen da nochmal rein. Ich glaube, diese Bushaltestelle hier können wir mal auflösen. Wir machen sogar noch was. Wir lösen auch diese auf. Und stattdessen... Ah ne, okay. Es geht nur da. Dann machen wir das nicht. Warte mal, wir machen das so. Die Linien, die dort drüben fahren, beziehungsweise die Linien, die hier auf dieser Seite fahren, die dürfen hier halten. So, so. Diese Linie muss hier halten. Genau. Das scheint mir sinnvoll. Wie viele Einwohner haben wir? 5.459. Und so sieht's aus mit dem European Set. Gefällt mir ganz gut. Gibt zur Belohnung sogar noch ein paar Bäume. Wie, ihr seid hier unglücklich mit eurer Parklage, obwohl ihr Parks habt? Ich glaube, wohl die Spinne. Da bin ich doch glatt versucht, wieder einen 1x1-Park zu setzen. Nämlich hier hin. Damit ihr euch da alle unter den zwei Bäumen quetschen könnt. Na dann, viel Spaß dabei. Ich brauche kein neues Feuerwehrgebäude. Ich wollte aber ein paar Bäume pflanzen. Ein bisschen dekorieren muss auch mal sein. Hier so gerade um dieses Schulgebäude herum macht es sich ganz gut, so ein paar Palmen mit reinzustellen oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall finde ich, sieht das ganz nett aus.
ich finde, so langsam aber sicher könnten mal die nächsthöheren Gebäudestufen kommen. Ich guck mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Nee, die nächste Stufe. Da gibt es Steuerrecht, U-Bahn. Ah, und die neuen Zonen. Sehr schön. Und die Universität kriegen wir erst beim nächsten Mal. Oder kriegen wir dann auch erst, meine ich. Tja, ich denke, soweit läuft die Stadt, oder? Da sehen wir nochmal einen Zug, einen Shinkansen. Wie sieht's denn hier aus? Nur noch 37%. Naja, kann nicht mehr ewig dauern. Wie sieht's hier so aus? Das ist voll. 71% und auch voll. Theoretisch benötige ich nochmal so eine Anlage, ne? Ach Mist. Gut, mal gucken. Also ein weiteres Recycling Center. Und hier die Industrie ist schon ziemlich dicht geworden, kann man schon sagen. Genauso wie der Park jetzt sich hier so langsam aber sicher rentiert. Modify Line 20%. Hier auch 20%. Ist es die gleiche Linie 4? Das ist auch Linie 4. Ach, der Bus sieht einfach nur anders aus. Der hat so eine eigene Färbung. So. Ich denke, das reicht für diesen Part. Na? Wir haben ja hier eine ganze Menge geschafft. Unter anderem halt unser Hochsicherheitstrakt Universitätsviertel. Sieht tatsächlich aus wie so eine Art Sicherheitstrakt. Die Hem High School. Nee, gefällt mir. Freue ich mich drüber. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, lasst mir einfach ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play City Skylines mit mir, El Nevis LP, hier auf diesem Kanal. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch. Ciao, ciao.